Heute haben wir eine Reparaturbuchse in der Schachtel. Eine Reparaturbuchse für das Schwimmerkammergewinde eines Linkert-Vergasers. Ich habe hier ein Linkert M35 Vergaser, der ein häufig auftretendes Problem hat, nämlich ein beschädigtes Gewinde für die Schwimmerkammerschraube. Die Reparatur ist nicht ganz einfach und man braucht dafür eine Drehbank und diese Reparaturbuchse. Mit dieser Buchse stellen wir das originale Gewinde wieder her, sodass die originale Schwimmerkammerschraube wieder passt und fest wird. Wir fangen also zunächst einmal an und spannen den Linkert-Vergaser in eine Drehbank. Zur Reparatur des beschädigten Gewindes brauchen wir eine Drehbank. Und die Reparatur geht in mehreren Schritten vonstatten. Der erste ist, wir nehmen den Vergaser ins Drehbankfutter auf dem alten Gewinde. Danach setzen wir auf dem Rücken des Vergasers eine kleine Zentrierbohrung. Nicht sehr tief, ein paar Zehntel Millimeter genügen. Der nächste Schritt ist, wir befestigen eine vorbereitete Inbusschraube mit Schulter im Düsenstock des Linkert-Vergasers. Ganz normale Schraube, M8 oder 5/16 Zoll. Gesichert von innen mit einer Scheibe und Mutter. Also der Plan ist, wir drehen jetzt das beschädigte Gewinde ab. So weit, dass wir ein 5/18 Zoll Gewinde aufschneiden können, auf dem dann die Reparaturbuchse befestigt wird. Einmal noch. Okay. So, ich steche das jetzt hinten noch frei, den letzten Millimeter. Schauen wir mal, ob wir das Schneideisen gut ansetzen können. Also, all das Gewinde ist abgedreht. Und nächster Arbeitsschritt ist das Aufbringen des 5/18 Ganggewindes auf den Düsenstock. Das Schneideisen spannen wir in die Drehbank. Und setzen die ersten Gänge in der Drehbank. Das gewährleistet, dass wir genau fluchtend das Gewinde auf den Düsenstock haben. Auch ich zentriere wieder hinten auf dem kleinen Zentrierpunkt mit der Zentrierspitze. Also sonst, wenn man das im Schraubstock macht, besteht die Gefahr, dass man das Gewinde nicht genau in der Achse auf den Düsenstock bekommt. Und dann ist die ganze Reparatur umsonst, weil die Mutter dann krumm auf dem Gewinde sitzt und nicht richtig abdichtet. Die letzten paar Gänge können wir dann weg vom Schraubstock machen. Hier kann man gut erkennen, das Schneideisen sitzt genau winklig zum Düsenstock. Schneideisen wenden. Mal aufsetzen, dann kann man es bis ganz hinterschneiden, das Gewinde.
Und voilà, neues Gewinde auf dem Düsenstock. Und ich mache mal die Schraube weg. So, und der letzte Schritt. Die Reparaturbuchse mit etwas Loctite auf das neu geschnittene Gewinde aufschrauben. Mit der freigestochenen Seite zuerst auf das neu geschnittene Gewinde aufsetzen. Aufdrehen und dann an dem Bund ohne Gewinde mit einer Zange fassen und ganz aufschrauben. So. Den Bund und den freigestochenen Bereich, den schneiden wir mit einer Metallsäge ab. Glätten. Und fertig ist das neue originale Gewinde. Und auf das reparierte Gewinde kann jetzt die originale Schwimmerkammermutter wieder befestigt werden und wird auch wieder fest. Und der Vergaser ist wieder dicht. Mission accomplished.